alles gut? Ja, wunderbar. Design rights. Yeah, that's true. Yeah. Weil alles nur in Gedanken geplant war, aber wir die Räume erst wirklich in der letzten Minute beziehen, stellen und spielen konnten. Es gab keine Zeit, Korrekturen vorzunehmen, wenn sie denn notwendig gewesen wären. Aber ich glaube, das Ergebnis ist doch so schön und so, wie wir es uns vorstellen. Viele Künstler sind wieder unter uns, auch aus den USA.
Joy, Winston aus London oder Berlin, Alan und Douglas, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wir haben fast ausnahmslos alle Künstler aus der Sammlung hier anwesend. Und darüber freuen wir uns besonders. Und schon aus der Vergangenheit wissen wir, dass diese Abenden nach Ausstellungseröffnungen, die ja bisher fast ausnahmslos dann immer bei mir zu Hause stattgefunden haben, immer schöne Abende auch zum Informationsaustausch zwischen Künstlern untereinander, Künstlern und Galeristinnen und Galeristen sind und dadurch auch schon Beziehungen zueinander entstanden sind im Sinne von Vertretungen oder auch gemeinsamen Ausstellungsprojekten, die anders fast nicht stattgefunden hätten. Und darüber sind wir sicherlich auch besonders stolz, dass das, was wir immer wieder veranstalten, eben auch hier zu solch einer Gemeinschaft führt, die dann solche Projekte miteinander ermöglicht. Dankeschön fürs Kommen und für diese Teilnahme. Und wir freuen uns schon auf das, was die Zukunft bringen wird. Wir werden eine Ausstellung James Hole und Anne Blanchet oder Anne Blanchet und James Hole haben, als Ausstellung mit zwei Künstlerinnen, ein Künstler. Wir werden eine Ausstellung oder zwei Ausstellungen im Moment geplant von extern bekommen, nämlich einmal die Body in Color, die von meiner Tilo Michael Post vor Jahren schon konzipiert worden ist und in Europa unterwegs war, bis Budapest etc. Darüber freuen wir uns auch. Wir werden geplant eine Ausstellung Painting Black haben. Wir werden für Douglas in 2018 eine Soloshow machen. Wir werden zwischendurch die Wände, die ja verstellbar und verschiebbar sind und auch zusammenfaltbar sind, sodass sie weit weniger Volumen dann haben, als wir sie jetzt im Moment erleben, Ausstellungen machen, wo wir nur, ich sage mal, eine Monumentausstellung dann ganz ruhig in dem Raum machen. Also es wird einiges passieren, was sicherlich dann jedes Mal wieder auch zu Überraschungen führt und auch zur Freude dann führt. Nicht nur eben solche intensive Hängungen, wie wir sie zurzeit haben, aber in dieser Ausstellung, die natürlich einen kleinen Querschnitt zum Thema Construction, Konstruktion aus der Sammlung darstellt. Es wird auch manchmal ganz offen im Raum dann sein und das wird sicherlich dann ganz andere Eindrücke ermöglichen. Wir werden auch andere Formen von Kunst hinzuziehen. Wir werden sicherlich musikalische Veranstaltungen auch im Foyer oder im Raum Schrodt auch mal haben. Wir werden sicherlich auch mal Tanzperformances im Raum Schrodt dann haben. Dieser zentrale Bereich, den ich im Moment Kathedrale nenne, weil das Licht so schön fließt, ruft ja regelrecht danach, ganz ortsspezifische Aktionen durchzuführen. Und darüber freuen wir uns. Und das wird sicherlich jedes Mal wieder ein Erlebnis. Und ich hoffe, dass ganz viele von Ihnen, von euch dann jeweils auch anwesend sein können und sich das dann auch teilen. Herr herzlichen Dank. Nochmal, was ich eben auch im Raum schon gesagt habe, ganz lieben Dank auch an die Miriam, die insbesondere mit ihrem Einsatz und all dessen, was wir auch in Zukunft planen, so intensiv dabei ist, dass ohne sie das alles auch nicht schaffbar und leistbar wäre und vor allem auch nicht in der Qualität. Etwas darstellen. Gesehen, ich kannte sie, ich habe sie vor Jahren mal schon mal auf einer Ausstellung gesehen, dann kannte ich Abbildungen davon und dann im Februar irgendwann
habe ich mich mit dem Galeristen nochmal darüber unterhalten und habe gesagt, du, wir sollten uns das nochmal im Atelier bei ihm anschauen und dann vielleicht die Arbeit erwerben. In die Ausdrucksweise hier einer Anordnung, sag ich mal, in Augenhöhe, diese vier Rohre, ready-made, ne? Das ist Material, was man überall kaufen kann. Vanessa Henn, eine junge Berliner Künstlerin, die Großteil ihrer Arbeiten aus Baumaterial, im Wesentlichen aus dem, was Anläufe, Gitter, Abgrenzungen an Treppenhäusern und so weiter anbetrifft, daraus entwickelt. Ganz viel alte Materialien aus Kern zu sanierenden alten Häusern, Patrizierhäusern in Berlin und so weiter. Ganz spannende, tolle Sachen. Die Beschleunigung heißt einfach so hier ins sich selbst formend von hier oben abfallen. Er hat hier die Entwicklung von 1 über 3, über 5 Linien, Fibonacci wird man darin finden, dann angeordnet. Und hier nichts anderes als Graphit aufs Papier aufgestäubt. Das ist noch nicht mal gemalt. Der Nachlass von James Howell diese Arbeit für sich behalten wollte, um sie als Schlüsselwerk in seiner Entwicklung, was wir dann in der nächsten Ausstellung sehen, nämlich der Grauverläufe, auf den Ding für sich immer behalten wollte, um für weitere Ausstellungen zu nutzen. Ein niederländischer Künstler auch, der immer irgendwo mit den Energien, mit Polarisierungen, Plus, Minus, in Energie etc. arbeitet. In diesem Falle mit einer imaginären Kraft. Man kann das natürlich genauso erklären wie anderes auch. Ne? Hier diese Arbeit gemacht hat, die hier nur freischwingend steht und die Wand nicht berührt. Sie ist nicht festgemacht. Ja, ich kann sie also so nehmen und kann sie auch wegtragen. Okay. Dann ist also immer die Frage, wie ist sowas? Das ist so ein ähnliches Wunder, sage ich mal, wie der Kubus, der da nicht zusammenfällt. Ja, es ist ja kein Geheimnis. Hier sind zwei gleichpolige Magnete drin. Der eine ist in der Wand und der andere ist in diesem Profil. Dadurch gibt es dann den Abstand. Zweimal Nordpol oder zweimal Südpol, versucht sich nicht zu berühren, ne, stößt sich also ab. Aber auch hier die Anmutung, ne, dieser Balken, das es ja sein könnte, dieses Profil, das halt natürlich dann spannenderweise sich nicht anlehnt wirklich, sondern nur in die Nähe der Berührung kommt, dieses dann einfach für sich in dieser Spannung. Da ist er offen, dann schaut man hinein und sieht die nach hinten laufende Wand und man sieht hier die Bodenfläche rauslaufen. Und wenn man alles andere wegnimmt in dieser Konstruktion, dann kommt man plötzlich zu dieser wunderbaren Anmutung dieser reduzierten Darstellung eines Kubus. Ja, hier geht's rüber, hier geht dann die Neonleiste runter, ne, die sich hier fortsetzt. Hier etwas anderes Perspektive. Hier haben wir das untere Eck und hier haben wir das obere. Und wenn ich das alles wegnehme, bleibt das übrig, was da vorne an der Wand zu sehen. Hier eine flimmernde Struktur darauf bekomme, die aufgrund der Form, aufgrund des Überlagerns, aufgrund der Lichtreflexe, die dann da drin entstehen, diese kaum greifbare, ne, das flimmert so ein bisschen in den Augen, Struktur und Anmutung dann herstellen. Die Arbeit von François Morellet, die Rococo, die basiert und sich konstruiert auf der Zahl Pi, 3,14159 folgende, immer jeweils multipliziert mit 40 Grad und dann einmal nach links und rechts schlagend, dann von einer Linie zur anderen diese Konstruktion auf die Wand gebracht und dann beleuchtet im Grunde genommen durch diese Neonröhren und damit gibt es diese schwingende Form, wie sich das so entwickelt. Das führte dann bei ihm und in seinem Humor, den er auch
glücklicherweise hatte dazu, dass er dann gesagt, das ist rokokohaft. Und dann kam der Titel Bierokoko. Hier passiert etwas Ähnliches. Ne? Durch das Abwinkeln hier mit den unterschiedlichen Reflexionswinkeln dann durch diese hochpolierte Edelstahltechnik. Das heißt, wenn ich mich genau hier hinstelle, habe ich ein geschlossenes Bild, mein Ebenbild, auch reflektierend oder das, was hinter mir ist. Wenn ich mich hier wegbewege, dann sehe ich plötzlich ganz andere Dinge und das löst sich alles auf. Auch drei Ebenen an Informationen. Nämlich die erste ist eine mathematische Abfolge von Bohrungen auf diesen Scheiben. Die zweite Ebene ist, dass Sie, wenn Sie da drauf schauen und davor herwandern, dass Sie insbesondere bei der mittleren teilweise die Rückwand sehen, teilweise nicht. Das hängt mit Ihrer Durchsicht durch die Bohrungen und der Reflexion von der Rückwand. Jean-François d'Angleval aus Paris befasste sich in seinem Werk immer mit der Darstellung von Kuben. Ganz unterschiedliche Techniken und Technologien und Materialien. Aber hier die Reduktion auf nur sechs unabhängig voneinander dargestellten Kanten eines Kubus. Und das runterfällt, wenn das hier so runterfallen sollte, dann würde es bedeuten, dass die Kante länger würde, weil sich das ja nach unten bewegt. Ja. Die würde möglicherweise ein bisschen kürzer, aber die würde auf jeden Fall länger. Also verhindert zunächst mal diese Spannung, dass diese... Das sind jeweils einstückige Arbeiten. Wie? Aus einem Stück? Aus einem Stück zusammengefallen. Von links nach rechts, von oben nach unten, über Nacht Gewicht drauf, dass sie die Falten behalten, damit er am nächsten Tag weitermachen kann. Aber immer ein Stück, nie aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Sehr, ja, das hat schon auch was mit möglicherweise Konstruktion zu tun. Brauchen wir, weil ich wohne in der Filzenstraße. Insofern muss man das als Filz haben. Genau. Das ist eine schöne Arbeit auch. Ne? Ja, die Farbe. Ne? Ja. Alle aus der urgeometrischen Form, die wir hier so erkennen können, nämlich diesem Rechteck, dem orangenen, oder dem grünen Rechteck, was hier dahinter liegt. Das heißt, das, was wir hier sehen, entwickelt sich immer aus der Fläche, aus diesem Material oder aus diesem Material. Ja, wer es sich nachher genau anschaut, sind also wirklich nur bock, entsprechende. Fand ich schneller, ja, weil dann pro, sagen wir mal, 10 Minuten mehr Daten angefallen sind gegenüber, es ist stabile Situation und gleiche Höhe und dann löst sich das Ganze in weniger dichte Kreise auf. Das ist dann den schönen Effekt, dass diese Unexaktheit in der Arbeit, dieser malerische Effekt, wie ich das nenne, durch den Wässerungsprozess aufkommt. Und das ist das, was ich eben gesagt habe, so der malerische Effekt dann, der über diesen Prozess das Profil beim Biegen hochgebogen hat und habe zu ihr sofort gesagt, das erinnert mich an die Arus, Steilkurve. Ne? Und dann irgendwann hatte die Arbeit den Titel Vuelta. Es ist so spaßig. Aber hier auch, nehmen Sie die Anmutung, ne? Dieses industrielle Material, wo man hier so diesen Fluss und passt natürlich zur Beschleunigung dort drüben dann auch thematisch dann wieder dazu, auch wenn der Ansatz, nicht der Ansatz, sondern die Ausformung einer Arbeit, die eine Fläche hat. Aus Paris eine Arbeit gehängt, der hier rein konstruktiv eine Flächenteilung hier vornimmt und das ist eine Anspielung auf das, was hier draußen passiert, dass wir nämlich, wenn Sie sich die Verkleidung des Aufzugsturms von außen anschauen, Sie etwas Ähnliches in der Aufteilung wiederfinden und das Blei, das was wir hier auf der Arbeit haben, eben auch.